So, hallihallo vom nächsten Messestand hier auf der IMA in Göppingen. Neben mir steht der Herr Heilmann. Er ist von der Firma Löwe Modellbau. Es ist eine komplett neue Firma. Letztes Jahr erst gegründet und jetzt auch schon beim zweiten großen Messe-Event mit dabei. Der Stand ist wirklich sehr vielseitig und was es hier ganz Neues gibt, das befindet sich auch schon direkt in der Mitte von uns, nämlich Deke-Silhouetten. Ja, erstmal danke, dass Sie kurz für uns Zeit gefunden haben. Löwe, eine ganz neue Modellbahnfirma, was erwartet uns hier? Neben Resin-Fertigmodellen, Laser-Cut-geschnittenen Teilen, auch unsere absolute Neuheit, die Deko-Silhouetten. Außerdem haben wir Ladegut und Schildersets, also ein ziemlich breit gefächertes Sortiment. Für jeden etwas. Ladegut hört sich immer gut an. Jetzt ist natürlich die Frage, Löwe, woher kommt der Name Löwe? Wie sind Sie darauf gekommen? Ich wollte einen Namen für das Unternehmen, der sich von den meisten oder von vielen anderen in der Branche abhebt. Ich habe eine Abneigung gegen Kürzel und Abkürzungen. Da gibt es schon mehr als genug am Markt. Außerdem wollte ich einen Namen, der in Europa einigermaßen problemlos oder in ganz Europa einigermaßen problemlos aussprechbar ist. Löwe, das Tier an sich, fasziniert mich schon eh und je. Und außerdem ist es mein Sternzeichen. Und die Schriftart mit dem OE fand ich peppig, knackig. Das ist es. So kann man drauf kommen, auf jeden Fall. Ja, diese dicke Silhouetten ist die Neuheit von diesem Jahr. Jetzt hier auf dieser Messe neu vorgestellt. Wie kommt man auf sowas? Wie sind Sie darauf gekommen? Drauf gekommen bin ich durch einen Besuch in einem Heimdekorationsgeschäft. Eine Ausgestaltung für Wohnung in dem Sinn in etwa. Ich habe mich immer gewundert, es gibt aus allen Bereichen gibt es Dekorationsgegenstände nur für die Modell- oder vom Modelleisenbahner nicht wirklich. Deko-Silhouetten bedeutet nach Originalplänen aus Echtholz ausgelesene Silhouette, die auf beiden Seiten dann vorbildgetreu bedruckt ist. Die Holzstruktur bleibt erhalten, also ich habe nicht eine glattflächige bedruckte Oberfläche, sondern die Maserung, die Struktur des Holzes bleibt erhalten und macht das Ganze dann natürlich sehr hochwertig. Es liegt jedem Modell oder jeder Silhouette auch noch eine LED-Lichterkette bei. So kann ich stilvoll beleuchten, kann ein richtig schönes, stimmungsvolles Umfeld für die Deko-Silhouette mitgestalten. Ja. Jetzt sehe ich hier die Baureihe 18201, die 103 und eine V200. Gab es einen bestimmten Grund, die zu nehmen oder wollte man einfach Dampf, Diesel, E damit abbilden? Was ganz genau und halt die beliebtesten, die berühmtesten aus jeder Klasse, was aber nicht heißt, dass es dabei bleiben wird. Es sind weitere Deko-Silhouetten von anderen Baureihen in Vorbereitung. Ja, da ist alles möglich, alles denkbar, vom Adler bis zum ICE. Lassen wir uns überraschen. Achtteiliger ICE, wie wär's? Ja, vielleicht. Mal schauen. Kommt natürlich auch an, ob man so eine lange Wohnzimmerwand hat. Gut, aber letztendlich finde ich es persönlich, es ist was völlig Neues auf dem Modellbahnmarkt. So Deko-Silhouetten habe ich so noch nie gesehen, auch natürlich mit dem Material. Also ihr seht es hier, bei Löwe gibt es so einiges zu entdecken. Homepage, denke ich mal, löwe.de gibt es Webshop. Modellbahnzubehör.de werden wir natürlich unten einblenden bzw. in die Videobeschreibung mit reinpacken, damit ihr da halt auch mal reinschauen könnt. Ja, dann würde ich sagen, danke für Ihre Zeit. Ja. Wir schauen uns hier natürlich am Messestand noch ein wenig um und die Impressionen dazu folgen natürlich hier im Anschluss. Alles, was möglich ist. Ja, aber im Moment keine
Thank you.